Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Total War Attila mit den Pikten. In der letzten Folge haben wir weiter unsere Armee aufgebaut und in der heutigen Folge wollen wir dann doch endlich mal irgendwann die Sachsen angreifen und das hoffe ich auch, dass wir es noch schaffen werden, aber dafür müssen wir erstmal die Runde hier beenden. Yeah. Wir könnten noch was Neues bauen, fällt mir gerade ein, aber brauche ich überhaupt Garten? Eigentlich nicht, nee, ich brauche es nicht. So, wie sieht's hier aus? Hier könnten wir es bauen. Finde ich schön. Bauen wir eine Versammlungshalle, Leute. Versammlungshallen sind immer cool. So, wollte ich mal sagen, beenden wir mal die Runde. Oh, nicht zugewiesene Fähigkeit. Die wollen wir noch dem auch schnell geben. Ach, hier. Olam wäre schon nice. Du bist auch Statthalter. Werden wir machen direkt. Wir gehen sofort auf Olam, ey. Das bringt bei dem wirklich eine Menge. Naja. Beenden wir mal die Runde jetzt und schauen mal, was kommt. Fest steht, wir wollen danach runter zu den Sachsen, die angreifen und vernichtend schlagen. Ob wir das im Winter machen, ist eine andere Sache, aber auf jeden Fall vernichtend schlagen. Das ist so eigentlich der Plan dabei. Scheiße, sie ziehen sich zurück. Kacke. Finde ich nicht gut. Finde ich überhaupt nicht cool, Leute. Naja. So ist das dann halt. Leider. Mist. Ist doch mal scheiße wieder. Ist ja nicht immer so viele Sachsen hier, ey. Immer so viele Sachsen hier. Und die bauen alle nur Shit. Die machen eigentlich mal Sinnvolles. Oh, ein Streiter? Natürlich. Ach, fick dich. Ach, da wollten wir General gerade töten anscheinend. Ja, das werden wir noch verhindern, mein Freund. Der anscheinend auch. Okay. Da kommt eine jüdische Armee. So. Oströmisches Reich. Das ist so ein Punkt, den müssen sie mal noch auspatchen mit der Zeit, hier, dass die Rundendauer wieder viel zu lang ist. Das war bei Rom 2 nicht so ein Problem. Zum jetzigen Standpunkt früher ja. So ein gemeinsamer Nenner, kann man sagen. Mittlerweile ist es aber nicht mehr so. Naja. Naja. So. Ja, zu gehen. Ägypten. Das Ägypten wieder verstanden, das finde ich voll cool. Muss ich ehrlich sagen. So. Wir sind dran. Jag oder werde gejagt? Das finde ich gut, aber ich verliere Einfluss. Okay. Super. Verlieren die Einfluss alle hier, finde ich schön. So muss es sein. Schön Einfluss verlieren. So. Kannst du den hier ausschalten? Nee, kannst du nicht. Was hast du gemacht hier? Nichts zur Zeit. Finde ich gut. Töte mir den mal. Bitte hier. Erfolg. Cool. Der ist tot. Cool. Okay, super, dass er weg ist. Wow, das ist aber mein Straßenausbau hier. Der ist schon echt heftig. Was haben wir hier für Straßen mittlerweile? Geil. So. Ende der Runde bist du auch fertig, finde ich gut. So, Armee behindern. Machen wir den mal bitte. Sabotage. Richtig. So. Kritischer Erfolg, cool.
Und du bist gestorben bist du. Du bist besser geworden, so cool. So. Was geben wir dir noch? Die Autorität. Machen wir mal das. Das ist eine etwas günstige Variante dann für dich. Oh. Gib mir meinen östlichen Schreiber bitte. Und du? Du hier? Genau du. Mit dir rede ich da. Hat das schon die Kurtisane? Na gut. Okay. Nun können wir dir doch was anderes geben. Wobei ich eigentlich doch den hier gern hätte. So. Okay. Viel zu tun gibt es nicht. Wir können es eigentlich weitestgehend wieder raushalten hier. So. Beende mal die Runde. Einfach mal schnell die Runde beenden, danach hier hoffentlich die Sachsen noch angreifen können. Ah, nicht gerade gut, dass ja die Abdani vertrieben wurden. Ach, scheiße. Vielleicht mit zwei Armeen, wollt ihr mich verarschen? Okay, ich werde wohl eine Armee hochbewegen müssen. Na? Ach, scheiße, wir wieder die Armee hier ausschalten. Scheint es wieder nicht geschafft zu haben. Das ist ja noch ein starker Streiter. Ach du Kacke. Müssen wir aufpassen. Die schmeißen jetzt hier mit Streitern um sich, ey. Kam von einem Moment auf den nächsten. Ich habe die vorher noch nie gesehen. Und auf einmal sind die gleich vier Stück, kommt es mir vor. So in etwa. Und alle du von den Jüten und den Gauten da. Naja. Naja. Geben einfach unser Bestes und schalten die weiter aus hier. Okay, Markomannen. Danach sind die Quaren da, ne? So. Ich muss ja ehrlich sagen, mir gefällt so die aktuelle Lage erstmal ganz gut. Hier mit den Pikten. Hoffentlich kann man auch weiter gut zuschlagen. Danach. Als da oben die Sachsen jetzt kommen, das ist natürlich auch wieder eine scheiß Sache für mich. Aber dann schicken wir einfach unsere Flotte hin. Muss ich darum kümmern müssen. Boah, Streiter Level 4, ey, das ist echt hart. Och, scheiße. Kacke. War das nicht irgendwie mein Sohn? Ach, fick dich. Fick dich! Du Arsch! Ne, war er nicht. Okay, gut. Du Arschloch! So. Erfolg! Super, der ist weg. Okay, du bist dumm. Du bist aber einer von uns, nicht wahr? Einfluss solltest du aber nicht haben. Das wäre nur schlecht. So. Ich sehne mich nach einem Kampf. Okay. Sieht's damit aus? Reicht gerade so nicht aus, ey. Ach, leck mich. Was haben wir hier für eine Garnison in Eboracum? Die ist gut, ja. In Aldon? Die ist sehr gut, ja. Okay. Wir schicken dich mal noch hier mit rüber. Eboracum wird das Ding locker halten können. Ich kann mal ruhig darüber bewegen hier. So.
Oh, mein Handy vibriert. So, sollte doch eigentlich Familienmitglied machen von mir hier. Ach, der ist nur verwundet, okay. Ja, du warst es, der da rein sollte. Dann musst du vorübergehend die Rolle übernehmen hier. Okay. Okay. Ich bin das Messer im Dunkeln. Das wollen wir nicht machen. Ich zeige den Streiter hier hinten aus. Kannst du ihn töten? Wie hoch ist die Chance? 50%. Allein das Verwunden wäre schon Erfolg. Ein ganz schöner, weil der ist erstmal eine Weile weg. Das ist es wert. Schauen wir mal. Kritischer Erfolg. Ah, cool, der ist tot. Geil. Der ist richtig geil. Super, cool. Okay. So, du bist da. Super. So, einen wollen wir nicht nehmen. Der wird hier definitiv nicht angreifen. Hier oben ist eine Armee drin. Der wird also auch nicht kommen. Finde ich gut. Wir haben jetzt erstmal eine relativ gute Situation hier. Relativ komfortabel. Wollen wir das mal ausnutzen und schauen, wie es mit dem Geld aussieht. Fakt ist ja mal, mal erwähnt haben. Oh, das können wir eigentlich auch wieder pushen hier. Ja, machen wir mal. Kann ich schaden. Ja, wir haben noch 10 übrig, da ist ja auch kein Problem. Sieht aus. Jetzt haben wir einen Sklavenhändler, ey. Haha. Wie viel Kohle bringst du uns jetzt hier mit Lindum ein? Eine Eboracum ist das. Wow. Ganz schön wenig durch lokalen Handel. Industrie ist hingegen gepusht. Naja, gut. Nehmen wir erstmal noch so hin. So, aus dir wollte ich danach noch eine große Halle bauen, glaube ich. Oder mein festes Kriegsherrn. Eine große Halle war hier geplant. In der Forschung. Die auch schon hier hatten, okay. Naja. Brauchen wir halt weniger lang. So. ich würde sagen, wir können die Runde gleich nochmal beenden. So, bevorzugt. Minimantis. Ein Gefährte? Ui. Ui, der hat eine hohe Loyalität. Der hat eine wirklich hohe Loyalität. Naja, beenden wir mal die Runde. Den sollte ich nicht so einfach durch den Lappen gehen lassen. Den General hier. Oh, dass die Armee da jetzt steht von Abdani, gefällt mir sehr. Muss ich ehrlich sagen. Steht genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Drüben sind die Sachsen kommen, jetzt sind sie da hinten nochmal. Nur die Größten wagen es mit ihren Feinden. Okay, machen wir das. Finde ich schön. Die Dänen als Friedenspartner sind doch dann deutlich besser als Feinde. Als Feinde. Als Feinde, so ist richtig. So, die Hunnen walten mal wieder unten in Spanien rum. Die alten Hunde. Danach Oströmer. Weströmer. Dann sind wir bald wieder dran, ne? Finde ich schön. Okay. 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 Mit der Artillerie, die ich habe, kann ich da ganz schön Schaden machen gegen die feindlichen Garnisonseinheiten. Das finde ich immer ganz schön.
So. Ich habe mich auch nie in der Lage befunden, so eine große Armee zu führen. Offensiv. Das ist schon geil. Das ist schon echt geil. Muss man so sagen. Oh, die Geier kommen. Die Geier kommen. Oh nein. Okay, Krankheitsausbruch in Lindum. Lindum darf erstmal nicht besucht werden, obwohl wir so eine hohe Dingens eigentlich haben. Echt eine Schande. Ach, dahin könnte er an Land gehen, ist auch scheiße. So. Das Reichweite ist geringer. Wir gehen jetzt nach Eboracum. Gut, ist die Garnison hier. Gut genug. Brauche ich mir auch keine Sorgen zu machen. Wir bewegen dich nach Camulodunum. So. Ich würde hier rüber. So. Die ziehen sich alle zurück hier, ey. Okay. Schön auf jeden Fall. Muss ich ehrlich sagen. So. Okay, euch zur Unterstützung mit ranziehen, bitte. Wie lautet euer nächster Befehl? So, hier drüben erstmal. Den aktivieren hier. Bitte, ja, bitte Erfolg. Bitte, 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 bitte. Ah, gescheitert, schade. So. Ich erwarte eure Befehle. Okay. Bereit zum Kampf. Okay, okay, okay. Einfach mal alles ausgebaut hier, fast vollständig. Das ist schon krass. Was ist einfach hier? So ein extremes Problem haben gerade mit Handel. Das ärgert mich ehrlich gesagt. Aber gut. Trotzdem verdienen 6000 dieser Provinz hier. Pro Runde. Wachstum plus 9, ey. Ist schon echt hart. Okay, beenden wir mal die Runde. Du bist aufgestiegen. Finde ich schön. So. Okay. Okay, gut. Bevor wir jetzt aber die Runde beenden, Leute, würde ich sagen, beenden wir auch erstmal den Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mir selber einen Daumen nach oben vor und ein Abo, Leute, denn dann weiß, was euch gefällt. Ich würde mich aber auch sehr freuen, wenn ihr mir mal sagt, was ihr von den Videos haltet. Also einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Finde ich gut oder finde ich schlecht, ist da weniger hilfreich. Eher konstruktive Kritik, was ich zum Beispiel besser machen könnte, würde mir dann mehr helfen, denn ich möchte, dass meine Videos auch besser werden. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder von Let's Play Total War Attila mit den Pikten. Morgen am Samstag um 17 Uhr. In dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.